Einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zu Far Cry 2. Ja, wir machen hier weiter, wo wir letzte Folge aufgehört haben. Wir wollten ja hier mal in diese City reisen. Und wollten. Und wollten gucken, ob wir da irgendwie ein paar Missionen annehmen können. Was uns so ein bisschen in der Hauptstory weiterführt, dass wir dann irgendwann mal zum Ende kommen. Weil wir wollen uns ja nicht ewig an so einem Game aufhalten und irgendwas Sinnloses machen, was uns am Ende eh nichts bringt oder wir sowieso nie benutzen. Nein, wir wollen nicht speichern. Genau, wir gehen jetzt mal weiter drin, ist nämlich auch. Eine Mission, so eine Briefling-Mission oder wie die Dinger heißen. Ja, keine Waffen, nichts. Ja, das hat man vor uns gesehen. Was heißt vorhin? In der einen Folge, wo sie jetzt hier drinnen die Köpfe runtergeschossen haben. Und wir durch die Wand umgeschossen oder angeschossen wurden. Das war richtig spannend, gell? Man steht hinter einer Wand und man sieht einfach bloß, wie so ein roter Pfeil durch die, oder so rotes Visier durch die Wand zielt und dich einfach treffen tut. Und dann heißt es immer, NPCs, die haben keinen Wallhack an. Genau, und hier geht's jetzt nämlich weiter. Was geht ab? Hey. Hey, was? Guck mich nicht so an. Gehen wir denn jetzt am dümmsten hin? Gehen wir jetzt zu gelb oder zu grün? Rasmus, heute Morgen war voller Ameisen. Die Scheißviecher haben mir den Arsch gebissen. Den Arsch? Genau zwischen meine Eier und meine Arsch. Oh Gott, bitte. Jetzt darf ich mit einem bunten Sack auf Patrouille gehen. Viel Spaß. Oh ja, das hat schon gedacht. Viel Spaß. So, gehen wir jetzt zu dir oder gehen wir da rüber? Komm, wir gehen jetzt zu dir. Moment. Ich brauche Ihre Waffen, Mann. Geht klar, Commander. Dankeschön. Diese, die haben wir sogar vergessen mitzunehmen. Übel, so zurückgelassen. Niemand hat sie gefragt. Es gibt hier immer noch genügend Männer, die mit mir arbeiten werden. Sie brauchen das Geld. Die arbeiten für mich? Solange sie zahlen, Adi, es gibt viel zu tun. Ja, die Zivilisten müssen wir wieder unter Kontrolle kriegen. Mir gefällt nicht, wie alles läuft. Es ist nicht mehr sicher. Das ein Hund will wohl einen Knochen. Vielleicht kann Bantufi ihnen geben, wonach sie suchen. Du hier? Ja, du? Wer? Was, Bantufi? Wer ist denn Bantufi? Immer noch krank? Ein Kranker hilft mir nicht weiter. Die Malaria ist außer Kontrolle, aber die APR hat irgendein Gegenmittel in ihrem Besitz. Eine einheimische Pflanze, Artemisia, sehr wirksam. Unsere Medizinmänner wissen, wie man sie anwendet. Ja, wie gesagt, weiß die APR, wie man die Pflanze trocknet und ein Medikament draus macht. Sie haben Trockenöfen oben in Dogon, bei den Klippen. Wir möchten, dass Sie die Öfen zerstören. Dann hat keiner die Medizin. Das ist Tambossas Schuld. Er mit seiner Vetternwirtschaft. Wenn die APR wissen will, wo ihre Medikamente sind, muss sie sich nur ihren Anführer anschauen. Das ist ja gemein. Gibst du mir das? Ungeschliffen. Damit wir uns verstehen, gehen Sie nach Dogon und zerstören Sie die Öfen. Klar. Töten oder getötet werden, Mann. Was ist Ihnen lieber? 60 zu 40, also ich bin da so ganz variabel. Kommt drauf an, wie es passiert. Klopf, klopf. Darf ich raus? Dankeschön. Da drin stinkt es, hat irgendjemand einen fahren lassen. Ein schöner Saftladen hier, ne? Telefon. Hab ich dich. Hier ist Shen Yang. Muss mit dir reden.
Treffpunkt Dogon Delta, da ist es sicher. Kannst du mich mal... Wir müssen... Ich würde mir gern dieses komische Gefährt hier ausleihen. Ihr bekommt es auch komplett zerstört im Grasenrahmen wieder. Im Grasen liegen wieder so. Ja, es geht schon wieder los, genau. Bleib liegen, du Wachtelei, was ist los mit dir? Hat der mich hier noch zugeparkt? Ich geh kaputt. Scheiße, wir sind vollkommen falsch. Mal wieder voll verkackt, gell? Wir hätten ja von abbiegen müssen. Ich sag's halt immer wieder, ist halt schlimm, wenn du Orientierung wie so eine Bockwurst im Regen hast. Das ist halt... Ui. Ui. Genau, blöder. Danke. Steppt der feuchte Bär hier, du.
Safe House. Dogon Village. Da steigst du dir mal hier. Oh, ey. Mann, ey. Ist denn das auch bei den anderen Far Cry-Teilen genauso, dass da so viele Leute permanent kommen? Ich kann mich da gar nicht mehr so wirklich dran entsinnen. Ich weiß zumindest, wenn man irgendwelche Gebiete freigeschalten hat, so Außenposten oder so, dass das dann deinen Leuten gehört. Das weiß ich zumindest. Und die dir dann nicht immer wieder auf den Sack kommen. Die Frage ist halt nur immer, wenn ich jetzt die andere Mission annehmen würde oder dort hingehen würde. Aber dann schickt der mich vielleicht wieder woanders hin, dann muss ich wieder woanders hingondeln oder keine Ahnung. Oder vielleicht gibt er mir mehr Kohle, das kann ja auch sein. Boah, die haben da mein Auto schon wieder geschrottet. Ach Mann, ey, das gibt's ja gar nicht. Zwei Schuss und das Ding ist kaputt. Kann halt sein, dass er uns halt mehr Steine gibt, ne? Das kann halt auch sein. Aber ich hab da halt keine Lust, da jedes Mal nachzugucken und haben die sich gerade selbst in die Luft gejagt. Wir müssen Boah, ich will gar nicht wissen, was hier alles auf uns jetzt hier drin erwartet. Da müssen wir jetzt mal gucken, kommen wir irgendwie hoch? Was ist das eigentlich für eine hübsche Stadt? Dogon Village heißt das Ding, okay? Schön, wenn die sich selbst in die Luft jagen, das ist gut. Wow, wow, wow. Was
glaube, es sind vier. Nicht ganz. Hä? Der steht mit dem Rücken zu mir und trifft mich trotzdem, oh mein Gott! Das ist doch wohl ein schlechter Witz, gell? Der steht mit dem Rücken zu mir und schießt und trifft mich. Oh mein Gott, ey. Kommen wir denn da, wie sollen wir denn da hochkommen? Hallo, Big Big. Big Big Big. Ja, mal sehen. Irgendwo wird es hier schon sein. Ich weiß noch nicht so ganz wo. Wir suchen einfach mal. Sie schießen halt aber auch nicht mehr mit dem Mörser, genau. Kommt doch aber bestimmt nicht von da hinten ran, das ist doch sinnlos, oder? Warte mal, wie heißt das? Entweder den Trockenofen im Duk und Duft zu stellen? Die Frage ist, was ist ja der Trockenofen? Ja, der ist halt ja auch noch viel weiter weg, ne? Der hier vielleicht? Ich glaube, er ist es gewesen. Ah, guck mal, da steht noch einer. Hui!
So, was müssen wir jetzt? Gehen Sie einer Briefing-Position, um eine Mission zu erhalten, jemanden finden, der Medikamente besorgen kann. Okay. Geht die Scheiße wieder los mit den Medikamenten. Ja, wo finde ich denn hier jemanden, der Medikamente besorgen kann? Ihr seid ja mir ein paar Kanarienvögel. Ich muss bestimmt wieder in die Hauptstadt, oder? Ich muss bestimmt wieder in die Stadt herunter. Dann machen wir mal mit dem Auto düs. Geht doch mal, fahr doch mal hier hoch, ey. Ey, wir fahren heute wieder wie ein Profi, ey. Das ist ja Wahnsinn. Ich frage mich auch, was hier wirklich manchmal eine Straße sein soll. Das sind doch keine Straßen hier. Oder keine Wege, das ist doch einfach nur in Schmutz. Oh mein Gott, ey. Komme ich denn jetzt schon wieder rein? Wo muss ich am wieder so durch? Ich gucke einfach, dass ich das schwimmen kann. Ich habe echt keinen Bock, den ganzen Weg hier außen rum. Ich würde lachen, wir sind da vorne und kommen nicht hoch. So wie das hier gerade aussieht. Ich würde so lachen, dass wir da nicht hochkommen. Dass wir da den ganzen Scheißweg zurück müssen. Ne, sieht gut aus, dass wir hier vorne hochkommen. Na, zum Glück, ey. Hätten wir den ganzen Weg dann wieder zurückgemusst. Na, guck mal, da haben wir noch wenigstens eine kleine Abkürzung genommen, uns mal kurz erfrischt. Ins Wasser pinkeln konnten wir auch. Ein Wal kam uns auch nicht entgegen. Alles gut. War ihn jemand finden, der uns Medikamente besorgen kann? Aber hier ist doch keiner auf der Karte verzeichnet, oder? Naja, das ist ja keiner. Ja, ich gehe halt einfach wieder jetzt in die Stadt rein. Wir gehen einfach wieder in die Stadt und gucken, dass wir da irgendwas...
Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Dass uns da irgendjemand was Spannendes geben kann. Aber uns wurde halt auch keiner angezeigt, ne? Ach doch, da oben, hier sehe ich ihn gerade. Doch, siehst du, den hat man ja so gar nicht gesehen. Stimmt, der ist da oben drin. Wir müssen hier irgendwo, genau, ich denke mal, wir müssen hier rein. Das würde sehr gut passen, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, ich danke euch wie immer fürs Einschalten, fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und falls ja, lasst sehr gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns nächste Folge motiviert wiedersehen. Dann bis dahin, lasst euch nicht ärgern und nicht klauen. Ciao, ciao.